Und willkommen zurück bei Melee Island, der Scamba und... Ah, die Scamba. Der Name scheint noch besser zu passen als früher. Ich hoffe, dass die Mikrofonqualität jetzt auch etwas besser ist und ich werde mal schauen, was wir jetzt hier in der Karibik alles so machen können. Ich schlendere erstmal die Docks entlang. Vielleicht finden wir ja etwas heraus über unseren Rivalen Le Chip. Wie clever. Ha. Es erschlägt mich sogar bei den Wortspielen. Expedition zur sagenumwobenen Monkey Island. Crewpositionen verfügbar. Dienen Sie unter LeChuck, dem furchterregendsten Piraten auf den 8 Meeren. Ein Arbeitgeber, der die Chancengleichheit fördert. Fragen Sie hier an. Du suchst einen Job? Dann komm her. Das Klemmbrett in deiner Hand sagt, dass du die Quartiermeisterin bist. Die Mannschaft sagt, dass ich die Quartiermeisterin bin. Das Klemmbrett hat keine Stimme. Du siehst aus wie ein Typ ohne viele Möglichkeiten. Willst du einen Job? Mir fehlt ein Schrubbi. LeChuck ist ein Arbeitgeber der Chancengleichheit. Sogar Menschen werden meistens toleriert. Okay, wunderbar. Ein Schrubbi. Möchte ich jetzt wirklich bei dem mitmachen? Ich kann ja mal sagen, ja, dann kann ich ein bisschen rausfinden, wie die Expedition so funktioniert und dann sabotieren wir das. Auf jeden Fall, ich wäre gern ein Schrubbi. Schrubben ist eine meiner Lieblingsbeschäftigungen auf der ganzen Welt. Die erholsame, gedankenlose Wiederholung. Der zarte Duft von altem Seifenwasser. Die stolze Genugtuung über eine glänzende Planke. Okay, okay. Heb dir die Streicheleinheiten für die Decks auf. Die einzige Voraussetzung ist, dass du deinen eigenen Mob mitbringst. Wenn du einen Mob hast, ist der Job... Hey, warte mal. Wie ist dein Name, Seemann? Ich? Smith. John Smith. Aha. LeChuck hat mir eine schwarze Liste gegeben. Und du stehst drauf. Im Grunde bist du die schwarze Liste. Es tut mir leid, ich kann dich nicht einstellen. Du bist offensichtlich Guybrush Threepwood. Oh. Tja, das ist ein kleines Hindernis. Ich bin verwirrt. Hast du nicht gesagt, dass du dir ein eigenes Schiff besorgen wolltest? Ja, aber dann dachte ich plötzlich, warum sich die Mühe machen? Ich wollte ein Schiff und eine Mannschaft. Hier waren ein Schiff und eine Mannschaft. Reif für die Übernahme. Alles, was ich tun musste, war, an Bord zu gehen, auf den richtigen Moment zu warten und zuzuschlagen. Zuschlagen? Die Mannschaft meutern, das Schiff kapern. Ein Pirat sein! Nur, dass sie dich nicht einstellen wollten, weil sie wussten, wer du bist. Ja, das war ein Problem. Außerdem brauchte ich einen Mob. Warum haben die jetzt alles nacherzählt? Das ist so... keine neue Information. Das haben wir doch gerade alles erfahren. Ich hoffe, das ist keine dieser Partykreuzfahrten. Grog? Eine Quizkarte. Kein Parken von dämonischen, geisterhaften oder untoten Fahrzeugen oder Motorrollern. Dienstags von 3 bis 4 Uhr. Man kann über meinen bösen, schrecklichen Erzfeind LeChuck sagen, was man will, aber er weiß, wie man ein Schiff belädt. Sieht aus, als würde dies eine lange Reise werden. Nun gut, was habe ich denn für eine neue Quizkarte hier bekommen? Oh, Moment, To-Do-Liste. Mit Chucks Mannschaft beitreten? Muss mich verkleiden, einen Mob besorgen und dann das Schiff übernehmen. Das klingt gut. Und die Quizkarte? Der offizielle Name des Voodoo-Ladens ist der internationale Markt für Mojo. Eigentlich auf Englisch, das International House of Mojo. Weiß nicht, ob es jemals im Deutschen so genannt wurde. Aber im Englischen natürlich eine Anspielung auf das International House of Pancakes. Warum hat es Wally so eilig? Er wird uns doch nicht an Madison verraten, oder? Ich glaube, er musste den Druck, der auf ihm lastete, auf eine andere Weise abbauen. Die untere Straße? Das ist doch in Heidelberg. Elaine? Guybrush! Wow, man trifft hier wirklich alle. Warte, die ganze Crew. Kommt jetzt der schnulzige Teil? Nur ein bisschen, aber ich kann die Umarmungen und Küsse überspringen. Elaine! Guybrush! Was wollen wir zu ihr sagen?
Erinnere mich daran, wie lange wir schon verheiratet sind. Irgendwie kommt es mir noch vor wie am ersten Tag. Du wirst nicht glauben, wie ich nach Monkey Island komme. Ich kenne dich schon lange. Versuch es. Ich habe vor, mich LeChucks Mannschaft anzuschließen, zu meutern und das Schiff zu übernehmen. Oh je. Gibt es nicht einen einfacheren Weg? Vertrau mir, das ist der einfache Weg. Ansonsten müsste ich mich nämlich wieder mit Stan rumschlagen, um ein Schiff zu bekommen. Wie läuft dein Projekt zur Skorbutprävention? Es läuft großartig. Wir werden vielen Seeleuten eine Menge Limetten bringen und viele Leben retten. Ich muss mir aber etwas einfallen lassen, wie ich mit Captain Madison fertig werde. Der Druck, den sie auf die Stadt ausübt, macht es für Sozialprogramme wie das meine schwer. Klingt, als hätten wir beide Captain Madison kennengelernt. Ich mag sie nicht. Sie ist diejenige, die die Schließung der Werft durchgesetzt hat. Sie versteht den Wert von dem Geheimnis von Monkey Island nicht. Sie hat über mich gelacht. Über mich auch. Offensichtlich hat die Frau keinen Geschmack und einen lausigen Sinn für Humor. Das müsste ja dann übrigens die Mutter unserer beiden Kinder sein. Hoffe ich mal. Ich fühle mich schon besser, wenn ich nur mit dir rede. Ich auch. Oh, schnulzig. Ich muss jetzt los. Oh, ich auch. Es gibt viel zu tun. Tschüss. Wiedersehen. Ich muss nämlich unbedingt diesen Zettel hier lesen. Es ist Elaines Flugblatt darüber, wie Limetten Skorbut bekämpfen. Es ist wichtig, aber langweilig. Ich habe es nicht einmal bis zum Ende geschafft. Elaine würde mich umbringen, wenn sie mich dabei erwischen würde, wie ich ihre Flugblätter abreiße. Es sieht nicht fertig aus. Es sieht aus, als hätte jemand Tic-Tac-Toe spielen wollen und dann keine Lust mehr gehabt. Das Problem an dieser Statue ist, dass es sich nicht um eine Statue von Elaine handelt, der besten Gouverneurin von Mealy aller Zeiten. Sondern? Zu Ehren der 27. Gouverneurin. Ach, das ist Carla, natürlich. Okay. Carla, der Schwertmeisterin, für ihre heldenhaften Taten in Santo Domingo. Ja, ich meine, Carla hat es auch verdient. Warum nicht? Wir gehen pleite, oh nein. Wir gehen pleite? Dieser Ort ist eine Institution. Der Voodoo hier muss authentisch, kulturell und historisch korrekt sein. So steht es auf dem Schild. Sie haben einen Ausverkauf zum halben Preis. Na, da gehen wir rein. Da wollen wir doch mal schauen, was es hier gibt. Ah, der internationale Markt für Mojo. Dieser Ort hat sich seit Jahren nicht verändert. Willkommen, Guybrush Threepwood. Schön, dich wiederzusehen. Ich habe auf dich gewartet. Du meinst... Das Schicksal hat bestimmt, dass du schon vor einigen Minuten hier sein würdest. Nur du schaffst es, selbst dann zu spät zu kommen, wenn du vom Schicksal dazu bestimmt bist. Es ist eine Gabe. Erlaubst du mir, in deinem Namen nach Wissen zu suchen? Wird es mich etwas kosten? Stolz. Freien Willen. Nicht viel. Der Weg zum Geheimnis ist wie eine Schlange, die sich selbst verschluckt. Viele Hindernisse liegen vor dir. Schlange, Hindernisse, kapiert. Du musst den Pfad beschreiten. Doch du hast ihn bereits beschritten. Und jetzt gehe ich wieder zurück. Ich glaube, sie will mir sagen, wir sollen alles einfach nochmal genauso machen wie damals bei Monkey Island 1. Wenn du unsicher bist, wie es weitergehen soll, schlage dieses Buch auf, um dich zu orientieren. Es kann mir meine Zukunft voraussagen? In gewisser Weise. Betrachte es als ein Buch der Hinweise. Was ist es wirklich? Ein Buch der Hinweise. Nutze es weise. Zu viel Wissen schmälert die Freude an der Reise. Toll, danke. Kostenlos. So, das sind also die Tipps, wenn man stecken bleibt und nicht weiß, was man tun soll. Ich brauche einen Hinweis. Nein, natürlich nicht. Aber ich würde gerne das Ausrufezeichen loswerden. Ah. Schon gut. Sehr gut. Okay. Jetzt ist es weg, oder? Ja, wunderbar. Okay. Ja, war schön, mit dir geplaudert zu haben. Was kocht denn da? Das Festmahl des Wissens. Ich muss mal ganz kurz... Moment. Text und Sprache. Oh, ich kann die... Kann ich hier die Sprache nicht ändern? Während des Spiels? Ah, man konnte sie ändern, wenn man
im Hauptmenü war. Ich würde gerne mal hören, wie sie auf Englisch klingt. Das ist ein hübsches Symbol. Was bedeutet das? Da waren früher magische Verkleidungen drin. Aber leider sind sie alle weg. Schade, dass sie ausverkauft sind. Eine magische Verkleidung scheint wirklich nützlich zu sein. Im Museum gibt es noch die berühmte Augenklappe von John Laney. Ich bin mir sicher, dass die Magie inzwischen nachgelassen hat. Aber ich glaube, ich kann ihre Fähigkeiten wiederherstellen. Okay. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es nicht die Stimme, die sie in früheren Spielen hatte. Ein leerer Korb. Ich hätte schon letzten Monat hierher kommen sollen. Alle meine Waren sind von oberster Qualität. Kannst du nicht wenigstens warten, bis ich sage, was ich denke? Das ist unheimlich. Schade, dass er leer ist. Verpackst du auch Geschenke? Wir haben kein Geschenkpapier mehr. Es sei denn, du möchtest es in die Haut einer Eidechse einwickeln. Nein, danke. Es ist ein gruseliger Schrumpfkopf mit langen, strähnigen Haaren. Ich wusste nicht, dass das ein Voodoo-Ding ist. Das sind sie nicht. Aber die Touristen mögen sie. Da steht, alles muss raus, aber mit Zahlen. Du machst das super, Kumpel. Nicht für mich. Alles ist zu einer Pfütze ausgelaufen. Ein Kristall? Das ist nicht diese Art von Spiel. Haben wir noch irgendwas, was wir hier mitnehmen können? Oh, eine Quizkarte. Die Hotspot-Anzeige werde ich, glaube ich, gründlichst nutzen, denn ich bin immer schlecht darin, hier Dinge zu sehen. Was ist das für ein Ding? Es ist ein Vergebungsfrosch. Wenn keine Entschuldigung ausreicht, verschenke den Vergebungsfrosch. Es ist wie eine Karte, nur viel besser, denn es ist ein Frosch. Davon habe ich noch nie gehört. Bist du sicher, dass das echter Voodoo ist? Kein Kommentar. Es funktioniert. Vertrau mir. Also den brauche ich auf jeden Fall. Besonders, wenn Elaine in der Stadt ist. Ich nehme diesen Vergebungsfrosch. Er kann jemandem helfen, auch sehr alte Verfehlungen zu vergeben. Moment mal, ich habe Geld? Oh, ich habe Geld. Ich habe ein paar Münzen für Kleinigkeiten. Für Kleinigkeiten, ja, ja. Moment, da waren gerade irgendwo Trommelstöcke. Trommelstöcke? Moment, ein scharfes Messer. Spitz? Es ist ein nicht magisches Zeremonialmesser. In der Tat sehr scharf. Das kann ich auch kaufen. Oh, ich hätte gern dieses Messer. Eine ausgezeichnete Wahl. Ich benötige deine mündliche Zustimmung zu einer Haftungsfreistellung. Okay. Dieses Produkt darf nicht für die Begehung von Straftaten verwendet werden, einschließlich Vandalismus, Gefängnisausbruch und Diebstahl alter, unschätzbarer Artefakte. Kein Problem. Sich selbst oder andere Personen zu bedrohen, zu verängstigen, zu erstechen, zu rasieren oder zu maniküren, liegt ebenfalls außerhalb des Rahmens der zulässigen Nutzung. Oh, okay, schätze ich. Das Produkt ist nicht zum Werfen geeignet. Das Werfen des Produkts verstößt gegen diese Bedingungen und führt zum Erlöschen der Garantie. Schnitzen, schnibbeln, jonglieren und alle Tricks, bei denen das Produkt gestapelt oder ausbalanciert wird, können schwere Verletzungen verursachen und sollten nicht von Personen ohne Lizenz durchgeführt werden. Aha. Die Verwendung mit Brot, Brotbelägen, Bettbezügen oder Fäden kann das Produkt beschädigen. Wenn das Produkt beschädigt ist, sollte es nicht verwendet werden. Das Produkt ist scharf und sollte nicht in einer Tasche, einem Mantel, einem Gürtel, einem Hutband, einer Handtasche, einem Schulterholster oder einer Scheide getragen werden. Halten Sie das Produkt stets von Kindern, Haustieren, alten oder gebrechlichen Menschen, Clowns, Piraten und Erwachsenen fern und schließen Sie es nach Möglichkeit in einem Tresor ein. Der Hersteller übernimmt keine Verantwortung für die Folgen der Verwendung oder des Missbrauchs dieses Produkts. Durch die mündliche Zustimmung zu diesen Bedingungen übernimmt der Käufer hiermit jegliche Haftung in der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft in diesem und allen möglichen und unmöglichen Universen. Oh, ist das der Moment, in dem ich Ja sage? Ja. Ja, gibt es irgendetwas, was ich damit tun darf? Ich bin nicht in der Lage, diese Frage zu beantworten, da sie zu einem Haftungsproblem führen könnte. Nun gut, wir haben ein Messer, das wir für nichts benutzen dürfen, wenn wir keine Verletzungsgefahr eingehen wollen. Schmuddelige Flaschen, die wird wohl auch nichts sein. Sieht aus, als stünde sie schon immer da. Jemand ist sehr aufgeregt, wenn ich dieses Schild ansehe. Berühmten Detektive Justus Jonas und Karl, die drei Ausrufezeichen. Grün, halber Preis. Blau, die Hälfte des halben Preises. Gelb, die Hälfte der Hälfte des halben Preises. Orange, was ist orange und liegt in der Mülltonne? Eine Abfallsine. Mmh.
Stehen die Vorhänge auch zum Verkauf? Alles muss raus. Sie würden ein tolles Kleid abgeben. Gut, ich glaube, wir haben so ziemlich alles hier drin angeschaut. Also, raus hier. Wally's Maps and More. Der ist jetzt auf Mealy Island. Warum das denn? Sieht so aus, als hätte Wally einen neuen Laden auf Mealy bekommen. Ich hoffe, er ist nicht immer noch sauer wegen des Monokels. Ach, dem könnte ich einen Vergebungsforsch geben. Hey, Wally! Sieh an, sieh an, sieh an. Schau mal, was die Brandung an Land gespült hat. Es ist Guybrush Threepwood. Auch schön, dich wiederzusehen, Wally, wie auch immer dein Nachname ist. Ich habe Jahre in der Therapie damit verbracht, darüber hinwegzukommen, dass ich wegen dir verbrannt, geblendet, in die Luft gejagt, verlassen und im Stich gelassen wurde. Ja, gute Zeiten, was? Du hast Glück, dass ich das alles hinter mir habe und den besten Kartenladen in der Karibik und darüber hinaus betreibe. Und verkaufst du auch Mobs? Du hast nicht zufällig eine Karte zum Geheimnis von Monkey Island? Lustig, dass du fragst. Ich habe vor kurzem eine Auftragsarbeit gemacht, aber dann haben sie mein gesamtes Ausgangsmaterial zerstört. Sie ist die einzige, die es gibt. Ich wünsche dir viel Glück. Du hast eine Menge Karten hier drin. Wir haben so viele, dass du eine Karte brauchst, um sie alle zu finden. Ein bisschen Kartografie. Ja, ich hatte vergessen, wie lustig der war. Ich bin auf der Suche nach einem Mob. Dies ist Maps and More, nicht Mobs and More. Ich hatte gehofft, dass das More auch Mobs umfasst. Nun, das tut es nicht. Frag doch mal den Koch an der Bar, woher er seinen hat. Sieht so aus, als ob der Laden gegenüber in Schwierigkeiten steckt. Die Welt der Piraten, in der viel auf dem Spiel steht, verändert sich und die dunkle Magie übernimmt die Macht. Voodoo-Magie macht Spaß und so, aber sie ist nicht das, was die neue Generation will. Ich bin auf der Höhe der Zeit und verdiene ein Vermögen. Ich bin dabei, ein Franchise zu gründen. Oh, okay. Tschüss. So. Ich habe tatsächlich etwas geistig abgeschaltet, als er über die Map nach das zum Geheimnis von Monkey Island erzählt hat. Ich nehme an, das war Blödsinn, aber ich habe tatsächlich nicht aufgepasst. Und deswegen gebe ich ihm jetzt einen Vergebungsfrosch. Nichts sagt so gut, es tut mir leid, wie ein vertrockneter alter Frosch. Keine Sorge. Ich habe es hinter mir gelassen, dass du mich vor all den Jahren geblendet, verbrannt, in die Luft gejagt und im Stich gelassen hast. Gut zu wissen. Und dann klauen wir sein Werkzeug. Das sieht ausgefallen aus. Die besten Werkzeuge, um die besten Karten zu erstellen. Und die besten Karten erstellt man natürlich daheim am Schreibtisch. Ich wusste nicht, dass du auch Globen herstellst. Tue ich nicht. Der dient als Referenz. Da sind alle aktuellen Kontinente drauf. Welche sind das? Ich finde es gut, dass Wally sie nicht gegen ein neues Modell eingetauscht hat, nur weil sie schon ein bisschen in die Jahre gekommen ist. Das ist mir aus irgendeinem Grund sehr wichtig. Sie sind wie Brillen, nur viel unpraktischer. Aber er hat doch schon eins. Das heißt, diesmal dürfte es ihn nicht stören, wenn ich das andere klaue. Hinter dir, ein dreiköpfiger Affe. Oh, bitte, nimm einen. Ich benutze sie, um für mein Geschäft zu werben. Siehst du, auf dem Rand steht Maps and More. Danke. Das war einfach. Wally, kann ich eine von diesen Karten haben? Absolut. Wenn du dafür bezahlst. Schon gut. Diese Karte zeigt beide Seiten der Weltkugel. Sie ist doppelt so viel wert. Es ist eine Karte auf einem Fächer. Was werden sie sich als nächstes ausdenken? Das muss die Hoseninsel sein. Eigentlich, Mr. Threepwood, ist es... Yep, Hoseninsel. Ich hatte auch mal so eine Karte, aber ich bin nach links gesegelt. Es sind Karten, die in Karten eingewickelt sind. Ich wusste nicht, dass man das machen kann. Das sieht nach einer tückischen Reise aus. Da steht Bewertung, verfluchter schwarzer Diamant. Die erste Regel der Piraterie lautet, kaufe niemals eine gebrauchte Schatzkarte. Hey Wally, was ist mit der Fensterleiter? Ich benutze sie, um die Nachbarn im Auge zu behalten. Nun, es ist gut, ein Hobby zu haben. Kann ich reinschauen? Kann ich durchschauen? Nein. Die hier sieht gut aus. Wie viel kostet sie? Oh, die? Zu viel. Hey, Wally, was ist in diesen Kisten? Karten. Wow. Die guten alten Labyrinthe.
Man kann nicht genug von Labyrinthen bekommen. Etwas unscheinbar und etwas überteuert. Ich selbst versuche, mich von Seeungeheuern fernzuhalten. Ah, so eine habe ich noch nie gesehen. Unglaublich viele Sachen hier, die alle nutzlos sind. Oh, wow. Karten voller Nadeln und Fäden. Was ist das für eine Karte? Die geheimen Bewegungen und Aktivitäten meiner Konkurrenten. Das klingt einleuchtend. Bonnie vertreibt alle aus dem Geschäft, huh? Polarkarte. Oh, sieht kühl aus da oben. Es ist eine lange, kleine Karte von irgendwo weit, weit weg. Und es gab ein Achievement dafür, dass ich alle Karten hier in seinem Laden angeschaut habe. Wunderbar. Kann ich das Monokel in das Fenster packen? Nein. Ich dachte hier, um das Licht zu blenden. Das sieht irgendwie so aus, als könnte man da noch was mitmachen. Da kommt Licht rein, Licht raus, sonst irgendwas. Irgendwie sieht das verdächtig aus. Ach, kann ich ihn ausrauben? Na, komm schon. Oh, ich finde es schon schade, dass man einfach die Sachen gar nicht mehr kombinieren kann. So ein dummer Spruch wäre ja schon immer ganz nett eigentlich, wenn man falsche Sachen kombiniert. Aber hier kriege ich einfach direkt angezeigt, ob es geht. Na gut, es spart natürlich Zeit. Aha, zum Beispiel das hier. Eine Entschuldigung auf den Vorschreiben. Oh, aber Moment, ich weiß ja noch nicht mal, für wen ich das, also, hey, Moment, sehr geehrte Damen und Herren. Tut mir leid, dass ich deinen Geburtstag vergessen habe. Mit Furcht und Respekt, Guybrush. Ich hoffe, ich kann das nochmal ändern. Das war nicht die Entschuldigung, die ich schreiben wollte. Moment, versuchen Sie sich daran zu erinnern, warum ich einen Frosch bei mir trage? Es ist ein Vergebungsfrosch, aber ich habe ihn mit einer schriftlichen Entschuldigung aufgepeppt. Was hier nicht alles möglich ist. Ich brauche das nicht von Hand zu aktualisieren. Das Spiel übernimmt das für mich. Was, man kann hier sehr schnell kontrollieren, ob man irgendwas kombinieren kann. Das ist natürlich schon... Wow, nicht Tipps. Das ist natürlich schon ziemlich mächtig. Quizbuch. Ich habe doch eine neue Karte gefunden. Welche dieser Zutaten braucht man nicht, um nach Markeine zu gelangen? Lass mal schauen. Affenblut braucht man auf jeden Fall. Zimt braucht man auch. Schädel, ich glaube. Hefe, nein. Oder doch umgekehrt. Kein Schädel und die Hefe. Hatten wir Hefe? Also auf jeden Fall Affenblut und Zimt. Daran kann ich mich erinnern. Aber an die Hefe? Ich meine, ein Schädel ist auch ziemlich langweilige Zutat. Aber ich glaube, ein Schädel hatten wir. Ja, Hefe. Hefe braucht man nicht. Es war ja schließlich eine Suppe und nichts, was aufgehen soll. Okay. Was ist hier drüben? Die Immobilie wurde im Auftrag von Madison Enterprises zwangsversteigert. Oh, das war mein Lieblings-Krimskrams-Laden. Na gut. Graffiti überall. Was für eine Person malt einfach so auf eine Wand? Das könnte ein Code sein. Mit diesem Ort geht es irgendwie bergab. Das sind bestimmte Punkte an bestimmten Stellen. Jedes hat immer so einen Punkt. Reicht leicht verdächtig, aber ich kann noch nicht zuordnen, wofür wir das brauchen könnten. Moment, die Zeit. Ach ja, diese Uhr ist seit Jahrzehnten kaputt. Nochmal auf die Hotspot-Anzeige gucken. Hier ist noch ein Graffiti. Elaine hätte das als Gouverneurin nie zugelassen. Okay, dann verschwinden wir. Chuck, Sir! Ich wollte Ihnen nur sagen, dass die Vorbereitungen zum Auslaufen fast abgeschlossen sind. Du hast alle Zutaten für den Zauberspruch, um nach Monkey Island zu gelangen? Check. Tintenfisch-Tinte, Hühner, Schwefel, Zimt, Affenblut, Minze und ein nerviger Totenkopf. Gut gemacht. Trag dich für eine Auspeitschung weniger auf dieser Reise ein. Lustige Geschichte. Guybrush Threepwood hat versucht, sich in die Mannschaft einzuschreiben. Threepwood? Er muss auch nach dem Geheimnis suchen. Ah, dieser Typ klaut mir all meine besten Ideen. Selber doof. Lass ihn töten. Warte, lass ihn leben. Ich will, dass er sieht, wie ich nach Monkey Island segle, in dem Wissen, dass das Geheimnis für ihn verloren ist. Sicher. Ich möchte das Thema noch einmal aufgreifen. Ist die Suche nach dem sagenumwobenen Geheimnis von Monkey Island eine gute Idee? Sollten wir nicht lieber die Meere terrorisieren, Angst verbreiten, Chaos stiften,
Mehr das typische LeChuck-Zeug? Ich hab genug davon, dass du meine Befehle in Frage stellst. Belade das Schiff fertig und was immer du tust, lass Threepwood nicht an Bord. Nun gut. Ja, wir haben ja eh schon geplant, uns einzuschmuggeln. Ist also kein Problem, da kommen wir schon vorbei. Oh, eine alte Frau. Hi. Jeder glaubt, er wisse mehr als der andere. Okay. Eine dunkle Gasse, eine Notiz. Auf dem Zettel steht, gezwungenermaßen geschlossen. Danke für die Erinnerungen, aber Bargeld wäre besser gewesen. Auf dem Zettel steht, gezwungenermaßen geschlossen. Gerade schon gesehen. Danke für die Erinnerungen, aber Bargeld wäre besser gewesen. Die Kirche. Hier habe ich meinen Hals für Elaine riskiert und sie hat mir gezeigt, dass ich nur mein Herz riskieren muss. Und an den Fenstern müsste auch mal etwas getan werden. Das hier drüben war mal das Gefängnis, aber ich glaube, es wirkt jetzt ein bisschen wie ein Hotel mit diesem Eingangsding und naja, wir werden sehen. Ein Besucher! Moment! Guybrush Threepwood? Otis! Howdy, Junge! Und Stan! Otis, alter Freund, du hast dich nicht sehr verändert, seit ich dich das letzte Mal gesehen habe. Ich gebe der Regierung die Schuld. Haben wir uns nicht genau hier zum ersten Mal getroffen? Überhaupt nicht. Damals war ich in der anderen Zelle. Du siehst irgendwie anders aus. Neuer Grafikstil? Wie nett, dass es dir aufgefallen ist. Wofür haben sie dich diesmal eingesperrt? Ich bin ein Opfer der Umstände. Die Umstände sind, dass kleinen Dingen, die niemanden verletzen, zu viel Aufmerksamkeit geschenkt wird, während harte Mörder mit Pistolen und Schwertern durch die Straßen streifen. Mhm. Mir ist aufgefallen, dass du nicht gesagt hast, für welches Verbrechen sie dich eingesperrt haben. Es war nichts. Ich habe nur ein paar Blumen gepflückt. Im Wald? Nein, das ist illegal. Ich habe meine Lektion gelernt. Ich habe sie stattdessen aus dem Garten der Gouverneurin gepflückt. Das klingt auch illegal. Blumen aus dem Garten der Gouverneurin zu pflücken, klingt nach einer unklugen Entscheidung. Wir waren mal Freunde. Mehr oder weniger. Außerdem sind es nicht einmal ihre Blumen. Die Steuern bezahlen sie. Es ist öffentliches Eigentum. Ich weiß nicht, warum mich jemand deswegen behelligt. Ich tue niemandem weh. Außer den Blumen. Sie sind ein Jahrespflanzen. Sie sind sowieso dem Untergang geweiht. Große Neuigkeiten. Ich bin auf der Suche nach dem Geheimnis von Monkey Island. Das klingt fantastisch. Weißt du, was mir von Monkey Island am besten in Erinnerung geblieben ist? Dass du mich aus dem Gefängnis geholt hast, kurz bevor wir dort waren. Ich bemanne keine Schiffe mehr, aber vielleicht kannst du mir trotzdem helfen, so wie du es vor all den Jahren getan hast. Ich habe eigentlich vor, eine bestehende Mannschaft zu kapern, anstatt eine neue zu rekrutieren. Aber vielleicht kann ich dich ja trotzdem rausholen, um der alten Zeiten willen. Ich wäre dir sehr dankbar. Ganz in der Nähe hat praktischerweise ein Schlüsseldienst aufgemacht. Ich habe gehört, dass Schlüsseldienste Schlüssel für alles Mögliche anfertigen können. Zum Beispiel für Zellentüren. Stell dir vor. Guybrush, du musst mich hier rausholen. Es ist Puddingabend. Ich glaube nicht, dass ich das nochmal ertrage. Ich mache es zu meiner Priorität Nummer 3. Danke. Genau, denn Priorität Nummer 1 und 2 sind schon vergeben, nämlich mit Monkey Island und Elaine. Können wir nicht mit dem Dolch das Schloss knacken? Ich habe die Schule an dem Tag geschwänzt, an dem sie Schlösser knacken gelehrt haben. Ja, na gut, okay. Dann sonst habe ich nichts dabei, was hier praktisch wäre. Ich glaube, es ist etwas drauf geschrieben, aber es ist zu klein, um es zu lesen. Mhm, der Code, den der Schlüsselmacher braucht, um den Schlüssel nachzumachen. Ich kann die Seriennummer lesen. Ich schreibe sie auf, damit ich sie nicht vergesse. Das machen wir bei dem anderen Schloss am besten gleich auch. Der Großteil dieser Seriennummer wurde abgerieben. Komisch, da hat doch jemand mit einer Feile oder Grog dran gearbeitet. Kann ich mir kaum vorstellen. Wie Seriennummer. Läuft dein Tag so? Achso, die kann ich jetzt einfach mit irgendwas benutzen. Na gut. Soll ich wirklich mit Stan reden? Das wird doch wieder ein ewiges Gespräch. Los geht's. Hey, Stan! Hallo, mein Junge! Es tut mir leid, dich im Gefängnis zu sehen. Danke, mein Junge. Ich weiß das zu schätzen. Es tut mir auch leid, mich hier zu sehen.
Ich hatte wirklich gehofft, ein Schiff von dir zu kaufen. Nun, normalerweise würde ich alles tun, um dir sofort ein bequemes Fahrzeug zu besorgen. Aber meine Hände sind gefesselt. Sie sind gebunden. Ich kann es nicht tun, um keinen Preis. Ich habe kein Inventar mehr. Jedes Schiff auf dem Gelände wurde beschlagnahmt. Von skrupellosen Anwälten, denen deine Segelbedürfnisse nicht so wichtig sind wie mir. Okay, mach dir keine Sorgen. Ich habe schon einen Plan, wie ich ein Schiff von LeChuck stehlen kann. Wenn du nicht getötet wirst, komm danach zu mir. Ich mache dir einen guten Preis für alles, was über der Wasseroberfläche bleiben kann. Natürlich muss es auf Kredit sein, bis ich wieder auf die Beine komme. Mhm. Was hast du getan, dass du verhaftet wurdest? Lass mich dir etwas sagen, mein Sohn. Es kommt nicht darauf an, was ein Mann tut. Es geht darum, wer er ist. Vielleicht überschreitet er eines Tages in einem Moment der Schwäche eine Grenze. Aber wenn er sich sicher ist, was in seinem Herzen ist, kann er seinen Kopf hochhalten. Und weißt du, was in meinem Herzen ist, mein Junge? Blut und klebriges Zeug? Menschen! Die Menschen sind in meinem Herzen. Du kannst sicher sein, dass ich alles, was ich angeblich getan habe, weil mir die Menschen wichtig sind. Und genau, warum wurdest du verhaftet? Was genau hast du angeblich für die Menschen getan, dass du verhaftet wurdest? Ich habe ihnen gegeben, was sie wollten. Natürlich wissen die Menschen nicht immer, dass sie die Dinge wollen, die sie wollen. Manchmal braucht es einen Mann mit einem Talent wie dem meinen, um ihnen den Weg zu zeigen. Und manchmal versuchen Leute, die auf diese Art von Talent neidisch sind, es mit allen möglichen unangenehmen Etiketten zu versehen. Sie benutzen verletzende Wörter wie Schwindel und Täuschung und sogar Betrug. Natürlich. Aber das ist alles nur Marketing, mein Junge. So natürlich wie die Felsen und die Bäume und die Flundervögel von Mealy Island. Und deshalb mache ich mir keine Sorgen. Ich warte noch auf das endgültige Urteil des Gerichts. Aber ich bin sicher, dass ich freigesprochen werde. Für Marketing wird man nicht gehängt. Kommt drauf an, was für Anwälte du hast. Würde es helfen, wenn ich dich aus dem Gefängnis befreie? Das ist ein nettes Angebot, wirklich. Es wärmt mich, wenn ich daran denke, dass du das für deinen alten Freund Stan tun würdest. Aber ich muss an die Außenwirkung denken. Ich will meinem Fall nicht schaden und eine Flucht aus dem Gefängnis sieht vor Gericht nicht gut aus. Also danke, aber nein, danke. Er hat auch eine sehr komische Stimme, nicht so energetisch wie früher, habe ich das Gefühl, aber ich bin mir nicht mehr so ganz sicher, welche Stimme er eigentlich hatte in den vorigen Teilen, weil mit 1 und 2 hatte er gar keine Sprachausgabe. Ah ja, lasst es mich übrigens wissen, falls ihr das Spiel lieber auf Englisch hören würdet. Das wäre natürlich kein Problem, die Sprachausgabe auf Englisch umzuschalten. Kann ich sonst noch etwas für dich tun? Jetzt, wo du es erwähnst, gibt es eine Sache, die ich während meiner Zeit hier in dieser erhabenen Einrichtung vermisst habe. In der ganzen Hektik und Aufregung um meine Verhaftung habe ich völlig vergessen, meine Zahnbürste mitzunehmen. Wenn du zufällig in der Werft vorbeikommst, könntest du sie für mich holen. Sie liegt auf meinem Schreibtisch im Büro. Aber sicher. Gar kein Problem. Da wird es bestimmt keinerlei Hindernisse geben, da reinzukommen. Ich bin hinter dem Geheimnis von Monkey Island her. Das Geheimnis? Junge, das erinnert mich an früher. Aber wenn du Hilfe suchst, bist du auf der falschen Fährte. Denk nur daran, dass es im Leben keine Garantien oder Gewährleistungen gibt. Nur große Sausen. Danke, das ist ein Ratschlag. Hattest du nicht eine Anwaltskanzlei oder so etwas? Früher schon, aber mir wurde die Zulassung entzogen, weil ich, wie wir ehemaligen Juristen sagen, moralisch verwerflich war. Ist das ein echtes Wort? Mehr oder weniger. Es ist eines dieser praktischen Schlagwörter, die man immer wieder verwenden kann, weil es nichts Bestimmtes bedeutet. Na gut. Bis später. Yep. Den werden wir schon noch befreien, wenn er feststellt, dass sein... Ich kann mich nicht daran erinnern, dass dieser Ort so undicht war. Dass sein Fall hoffnungslos ist. Sie haben endlich das Wasser installiert. Was gibt's hier noch? Wichtige Informationen. Da steht, Gefängnisregeln. 1, keine Fluchtversuche. Oh, das war's schon. Ich habe jetzt mit mehr gerechnet. Als würdest du dich amüsieren. Eine Quizkarte.
dreckiges Wasser und der Weg nach draußen. Da wollen wir mal noch die Quizkarte anschauen. Wessen Brautschleier findet man in LeChucks Kabine? Ich habe LeChucks Kabine nicht so genau angeschaut. Was passiert, wenn ich hier falsch antworte? Also Elaine hatte einen Brautschleier, in dem waren dann drei Affen drin. Murray hatte auch irgendwann mal einen Brautschleier, meine ich. Ich weiß nicht, wer Putras ist. Und LeChuck selbst, war der mal als Braut verkleidet? Ich glaube, ich sage jetzt mal Elaine, aber ich habe das Gefühl, dass das nicht richtig ist. Ah, okay, doch. Weiterhin bin ich der ungeschlagene Quizkönig von Mealy Island. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass dieser Ort so undicht war. Ja, ja, ja. Sie haben endlich fließendes Wasser installiert. Ja, ja, ja. Okay, noch ein bisschen grobes Graffiti. Und die Schlosserin wohnt hier. Kryptisches Graffiti. Ich glaube, es ist ein Kronleuchter. Und eine dunkle Gasse. Wir haben eine dunkle Gasse und wir haben die Schlosserin. Beide würde ich gerne besuchen, aber ich glaube, das machen wir in der nächsten Folge. Also vielen Dank fürs Zuschauen und wenn ihr euch jetzt Feedback habt, nur her damit. Dann werde ich das natürlich für die nächste Folge einbauen. Bis dann!